Na, ihr Käsekroketten, letzte Woche habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich mich fertig gemacht habe und über den Kriminalfall Chris Watts gesprochen habe. Warum ich den ausgesucht habe, weil es der erste von Bailey war. Warum sie ihn ausgesucht hat, der Fall hat sie irgendwie gepackt und sie wollte so viel wie möglich darüber rausfinden. Viele hatten unter ihr Video auch kommentiert, dass sie so Sendungen wie Dateline gucken. Dateline wird über NBC ausgestrahlt und handelt hauptsächlich um Mordfälle und Kriminalfälle. Bailey selbst hört sehr viele Podcasts, in denen es um True Crime geht und guckt sich auch solche Sendungen an. Ein paar sind ihr so ein bisschen zu dunkel, ein bisschen zu negativ, aber sie hört die lieben gerne und möchte aber immer noch ein bisschen mehr erfahren. Gerade wenn es um den Background von den Tätern geht. Warum sie sich so viele Podcasts anhört und Sendungen guckt und dann auch noch nachforscht, wahrscheinlich wie viele andere von uns, möchte sie einfach die Antworten bekommen. Da sie sich so krass mit diesen Fällen beschäftigt, und in ihrem nahen Umfeld niemand ist, der halt auch so besessen davon ist, dachte sie sich, ey, vielleicht ist das ein Ding. Und anstatt es nur in die Kamera zu reden, wollte sie sich halt dabei fertig machen. Und da es so gut angekommen ist, hat sie halt beschlossen, daraus wirklich ein Ding zu machen, über Mord- oder Kriminalfälle zu sprechen und sich dabei zu schminken. Über den Chris Watts-Fall hätte sie ewig sprechen können, weil es so viele Einzelheiten gibt, so viele Details. Es gab ja diese 2000 Seiten lange Zusammenfassung, wobei es ja eine Zusammentragung von Beweisen und Mitschriften etc. pp. Ist. Da hätte sie ewig drüber sprechen können und sie überlegt auch einen zweiten Teil zu machen, sowas wie endgültige Gedanken zu dem Fall von Chris Watts. Heute geht es um einen Fall aus der Heimatstadt von Bailey, Menifee in Kalifornien, also Kalifornien. Gutes, altes Menifee. Das ist eine Kleinstadt, sie ist wirklich nicht sehr groß. Ich blende euch mal einen kleinen Screenshot ein. Der Fall passiert ungefähr um 2013, also noch gar nicht so lange her. Sie erinnerte sich daran, dass sie darüber gelesen hatte, aber nicht so richtig herausfinden konnte, was da eigentlich passiert ist. Und es hat zusätzlich ihr Interesse geweckt, weil es nicht so weit von ihrem damaligen Wohnort passiert ist. Heute geht es um Darlene Flynn aus Menifee, Kalifornien. Ich hole euch etwas näher ran. Darlene Flynn aus Menifee, Kalifornien. Auch bekannt als die Shoelady oder die Königin der Sohlen. Also nicht Königin der Seelen, sondern der Sohlen. Über 12 Jahre sammelte Darlene Schuhe und schuhrelevante Sachen an. Insgesamt hatte sie eine Sammlung von 15.000 Teilen. In 2006 kam sie damit sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Sie hatte kleine Fiolen in Schuhform, Schuhe selbst, Bilder von Schuhen an der Wand, sie hatte Regale in Schuhform, sie hatte sogar Sessel in Schuhform und sie hatte ein Schuh-Tattoo. Sie liebte einfach Schuhe und sie hat ihre Passion im Leben gefunden. Dafür verurteilen wir sie nicht, weil sie hat das gefunden, was sie liebt und dem ist sie nachgegangen. Und jeder braucht doch diese eine Sache, die er liebt. Mit dem Tattoo hatte sie auch immer einen Schuh dabei. Okay, Leute, jeder trinkt jetzt ein, wenn ich Schuh sage. Spaß, ihr würdet sterben. Von den 15.000 Teilen, die sie halt als schuhrelevante Sachen hatte, waren nur wirklich ungefähr 100 Paar Schuhe, die sie tatsächlich tragen konnte. Es gibt eine Sendung auf TLC oder es gab eine Sendung auf TLC und ich weiß nicht, ob sie noch läuft. Die heißt übersetzt meine Kollektion der Obsession oder von meiner Obsession. Und Darlene schaffte es tatsächlich in diese Sendung und sie war unheimlich stolz darauf. Ihre Obsession, ihre Leidenschaft begann in 2001, als sie von ihrem Mann geschieden wurde. Sie war bei einer Freundin zu Hause, die auch einige Schuhe hatte und dachte sich, ja, was die kann, das kann ich auch. Und Schuhe? Nett. Warum es ausgerechnet Schuhe waren, das war nie so richtig beantwortet. Aber es hat ihr einen Fokus gegeben, auf den sie sich konzentrieren konnte. Ich meine, Trennungen sind nie einfach und so konnte sie ihre Energie auf etwas Positives, auf etwas anderes lenken. Darlenes Ziel war es, ein Schuhmuseum zu eröffnen, um all ihre unterschiedlichen Dinge, die sie über die Jahre angesammelt hat, auszustellen und mit der Welt zu teilen. Sie ist auch in 22 andere Städte gefahren und war sogar in Hongkong auf einer Schuhmesse und hatte da einen Ausstellungsstand. Also das ist schon echt beeindruckend und auch interessant. Also da ging einiges ab bei Darlene. Darlene liebt es auch auszugehen, um
neue Leute kennenzulernen. Also entschied sie sich, eines Abends auszugehen und zog ihre Lichtanschuhe an. Sexy Light-Up-Shoes, so nannte sie sie also. Sie ging in eine lokale Bar, die Ponderosa, und dazu konnte Bailey ein bisschen was sagen, weil sie war früher selber in dieser Bar. Und sie sagt, es ist eher so ein Drecksloch, bisschen schäbig, dunkel, nicht sowas wie das Cheers aus dem Fernsehen, sondern eher wie ein unsicheres Cheers. Und nebenan in dem Gebäude wurden auch die Treffen der anonymen Alkoholiker abgehalten, die dann nach diesen Treffen in die Ponderosa Bar kamen. Und es gab halt zu der Zeit auch nicht so viel zu tun in Manifee und auch nicht so viele Orte, um Männer kennenzulernen. Als Darlene nun in der Ponderosa war, erweckte sie die Aufmerksamkeit von Justin Smith. Zu der Zeit war Justin 29 Jahre alt und Darlene 58. Und wenn man sich so Bilder von Justin anguckt, der sieht wesentlich älter aus. Nicht, dass es irgendwas zu bedeuten hätte oder dass es wichtig wäre. Entschuldigung. Er sagte, die leuchtenden Schuhe hätten seine Aufmerksamkeit erregt. Und der Abend endete damit, dass sie die ganze Nacht getanzt haben. Es dauerte nicht lange, bis Justin bei Darlene einzog. Bailey hat versucht, ein paar Informationen über diesen Justin herauszufinden, aber da gab es nicht wirklich was. Sie konnte noch nicht mehr herausfinden, ob er überhaupt einen Job hatte. Und bei der Tatsache, dass er so schnell bei Darlene eingezogen ist, geht sie davon aus, dass Justin keinen Job hatte. Darlene wurde nun von einer lokalen Berühmtheit zu einer weltweiten, da sie ja beschlossen hatte oder angefragt wurde, dass sie bei dieser TLC-Show mitmacht. Und sie bereitete sich nun auf das Team von TLC vor, da sie jetzt auf dem Weg zu ihr waren, und sie grundreinigte ihr Haus. Sie putzte jedes einzelne Stück, also von oben bis unten hat sie alles auf Hochglanz poliert. Nun, Justin war ja auch da. Er wohnte ja jetzt bei ihr. Und es hieß, dass die sich durchgehend gestritten haben. Das Erste, was Darlene morgens wohl sagte, hatte irgendwas mit Schuhen zu tun. Und zuerst war das für Justin cool, aber irgendwann, verständlicherweise, geht es einem halt auf den Zeiger. Aber er hat es halt hingenommen, weil vielleicht hatte er auch einfach keinen anderen Ort, um hinzugehen. In der Folge zeigte Darlene ihre komplette Sammlung. Aber Justin war ja auch da. Es gab eine Stelle, da trug Justin eigentlich nichts. Nichts außer einer Schürze und einem Cowboyhut. Und er servierte Darlene Frühstück in Schuhform. Aus Brot, Eiern, Speck und halt in Schuhform geschnitten. Und das servierte er ihr in der Sendung. In Schürze und Cowboyhut. Geld war auch ein Riesenproblem zwischen den beiden. Also entweder lieh er sich Geld oder er nahm sich einfach Sachen, um diese zu verkaufen, ohne Darlene auch nur zu fragen. Und sie war echt angepisst. 2012 nahm Justin Darlenes Auto, um es zu verkaufen. Ungefragt. Er bekam so $750 dafür. Darlene war natürlich mehr als sauer. Ich meine, es war ihr Auto. Und er hat es einfach verkauft. Es war auch nicht besprochen oder sonst irgendwas. Sie zeigte ihn an wegen Autodiebstahl und er bekam 3 Jahre auf Bewährung. Und Teil dieser Bewährung war, dass er keinen negativen Kontakt zu Darlene haben durfte. Was auch immer das heißen soll. Darlene erlaubte Justin weiterhin, bei ihr zu wohnen. Ich weiß. Auch ihre Nachbarn sagten ihr, sie soll ihn endlich rausschmeißen und an sich denken. Aber er tat ihr irgendwie leid und sie konnte ihn nicht rausschmeißen, ohne sich schlecht zu fühlen. Im Jahr 2014 lebten die beiden immer noch zusammen. Ich weiß. Strange. Auch ihre Familie hatte öfter gesagt, schmeiß ihn raus, lass los. Guck nach vorne, aber sie konnte ihn nicht loslassen. Immerhin beendeten sie die Beziehung und waren halt wie WG-Mitbewohner. Und ich glaube, zur Wiedergutmachung auch des Autodiebstahls und der anderen Diebstähle machte Justin die Hausarbeit und so Gartenarbeiten. Justin sagte in einer Befragung, dass Darlene sehr streng und sehr bestimmend war und ihn oft angeschrien hat und wie Dreck behandelt hätte. Vielleicht hatte sie einen guten Grund dazu. Die Nachbarn berichteten, dass die Streitereien immer schlimmer wurden. Immer. Und sie hatten ja so schon viel gestritten, aber es geht immer weiter nach oben. Justin übernimmt auch keine Verantwortung für sich oder sein Leben, so wie viele andere schlechte Menschen das halt machen. Es ist immer jemand anders schuld. Er sagte zudem, Darlene wäre kontrollierend und gemein gewesen.
Vielleicht, weil du sie beklaut hast. Wieso kann die arme Frau ihm nicht einfach vertrauen? Er hat doch nur ein paar Mal was geklaut. Am 21. Juli gab es wieder Streit und es ging um 50 Dollar. Er beklaute sie also immer noch. Justin sagt, er habe einem Freund beim Umzug geholfen und musste da den Gastank wieder auffüllen. Dafür hätte er die 50 Dollar gebraucht. Was jetzt auch nicht schlimm klingt, eigentlich klingt es ja ziemlich nett, aber es war halt nicht sein Geld, sondern Darlene's. Und sie sind nicht mehr zusammen gewesen. Und er hat sie auch nicht gefragt, so, ey, kannst du 50 Dollar? Wir müssen da wegen dem Umzug das... Vielleicht hätte sie es gegeben, vielleicht nicht. Und da hätte man sich halt was anderes ausdenken müssen. Wen wundert es da, dass Darlene außer sich war vor Wut über sein Verhalten und dass er sie immer noch beklaut? Er lebt kostenlos in ihrem Haus. Er bestiehlt sie. Irgendwann kannst du es nicht mehr aushalten. Es gab wieder einen riesen Streit und diesmal wurde die Polizei gerufen, dank der Nachbarn. Also die Nachbarn erzählten, dass der Streit viel aggressiver und viel extremer war als sonst. Deshalb entschieden sie sich dazu, die Polizei zu rufen. Die Polizei war so gegen 14 Uhr am Haus, klopften an der Tür, aber es machte niemand auf. Also guckten sie sich um und sahen in der Garage einen nackten Mann, umzingelt von Schuhkartons. Es war Justin. Die Polizei bat ihn an die Straße, um ihn halt auch erstmal in Gewahrsam zu nehmen. Und dann suchten sie das Haus ab und den Garten. Sie stießen auf einen Körper, nicht zu erkennen, drehten ihn um und sahen halt eine riesige Kopfverletzung. Justin sagte der Polizei, er wüsste nicht, was passiert war. Er hatte einen Blackout, er kann sich an gar nichts erinnern. Sagen Sie das nicht alle. In der Befragung sagte er allerdings, Darlene hätte angefangen. Sie hätte ihm mit der Faust auf die Brust geboxt. Ich weiß. Aua, aua. So eine ältere Frau, die dir auf die Brust haut als Mann. Nicht, dass ich Gewalt gegen Männer verherrliche, aber wenn es so dargestellt wird. Er hätte ihr darauf gesagt, sie solle sich beruhigen und er wäre ins Bett gegangen. Und das war am Vorabend. Am nächsten Tag hätte Darlene ihn den Flur runter angeschrien und ihn beschimpft. Du bist ein Idiot, du bist Abfall und verlass mein Haus. Sie sagte wohl auch zu ihm, dass er ein faules Stück wäre. Danach sagte Justin, er hat sich ganz schlecht gefühlt, als würde er zum Buhmann gemacht werden. Ich frage mich nur, warum? Ich frage mich, wie viele von uns, wenn du jemanden umgebracht hast, die Polizei hat dich, du bist in Gewahrsam. Warum ist es so schwierig, ehrlich zu sein? Mörder übernehmen nie die volle Verantwortung. Also nicht nie, aber sehr selten. Ich sollte nicht nie sagen, aber sehr, sehr selten. Aber sie versuchen sich immer irgendwie rauszureden und wenn es ist. Aber er hat zuerst angefangen. Ja. Justin sagte, er wollte an dem Tag ausziehen. Ja, ganz bestimmt. Er erzählt, er hat also versucht, das Haus zu verlassen und kam am Wohnzimmer vorbei und da stand hinter der Tür ein Baseballschläger. Begründung dafür war halt, um vorbeugende Einbrüche zu verhindern. Bailey sagt, sie kennt die Gegend, es ist keine besonders gute Gegend, das würde schon Sinn ergeben, sich davor zu schützen und es gab auf der Ecke wohl auch Einbrüche, vielleicht auch mit schlimmeren Taten dazu. Also, Justin schnappte sich den Baseballschläger und Darlene saß zu der Zeit am oberen Ende des Pools, als Justin hinter sie trat. Und es mag jetzt ein bisschen plastisch klingen, aber er schlug 5 bis 6 Mal auf ihren Hinterkopf ein und danach hätte sie versucht, immer noch hochzukommen. Also schlug er diesen Baseballschläger so lange auf ihren Kopf, bis er zerbrach. Danach ging er zurück ins Haus und aß zum Mittag. Ich weiß. Ich finde, das sind so diese kleinen Details, die es echt pervers machen, oder? Darlene hat es natürlich nicht überlebt und als die Polizei Darlene fand, konnten sie sie auch zuerst nicht identifizieren. Also sie war nicht wiederzuerkennen. Klar, wenn jemand einen Baseballschläger über deinem Schädel zerbricht oder so lange drauftrischt, bis er zerbricht, kranker Boy. Justin und sein Anwalt behaupten, er hätte nicht gewollt, dass sie stirbt. Er hatte nicht versucht, sie zu töten. Wahrscheinlich, um eine geringere Strafe zu erhalten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Verurteilung zum Mord ersten Grades. Die Jury entschied sich für
Mord zweiten Grades. Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil er hat ihr so lange auf den Schädel gekloppt mit einem Baseballschläger, bis der zerbrochen ist und sie sich nicht mehr bewegt. Aber ich bin nicht die Jury. Ich hoffe, Darlene hat ihren Frieden gefunden und ist umzingelt von Schuhen. Alle Teile von Darlenes Sammlung wurden versteigert und da war auch der Zeitpunkt, wo Bailey von dieser Geschichte mitbekommen hatte, denn sie hatte irgendwie nach Verkäufen, Stadtverkäufen gesucht und stieß dann halt auf eine Anzeige von jemandem, der halt tonnenweise, also ich meine 15.000 Paar, schuhrelevante Sachen verkauft. Und das hatte halt ihr Interesse geweckt und sie wollte halt erfahren, wieso hat jemand so viele Schuhe und was soll damit passieren? Zudem wollte sie halt, weil es auch in ihrer Heimatstadt war, alles über diesen Fall erfahren und auch herausfinden, wer, wieso, weshalb, warum. Und ich finde, das hat sie wieder großartig gemacht. Leider gab es über Justin nicht so viel, das hätte mich echt interessiert. Ich habe selber denn tatsächlich nochmal gegoogelt, eigentlich lasse ich ihre Geschichten ja so stehen, wie sie sind. Aber es hat mich selber interessiert, was mit Justin war, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich da jetzt genau gucke. Also ich habe zwar gegoogelt und es gab tatsächlich ein paar Justin Smiths in Menifee, die da jetzt halt noch leben. Er ist ja im Gefängnis. Ach so, was ich gerade vergessen habe, war, Justin wurde ja verurteilt zu Mord zweiten Grades, obwohl er, also oder weil er die ganze Zeit beteuert hat, dass er nicht versucht hatte, sie umzubringen oder nicht wollte, dass sie stirbt. Er hat dann dafür, also für Mord zweiten Grades, 16 Jahre bis lebenslang bekommen. Ich habe das jetzt mal schnell fertig gemacht, weil ich gerade schon zum Ende komme. Ich glaube, Darlene war einfach eine nette Frau, die ihre Passion im Leben, ihre Leidenschaft gefunden hat und träumte von ihrer Zukunft mit diesem Schuhmuseum. Und dann kommt halt dieser Kackkopf und nimmt ihr alles weg. Danke fürs gemeinsame Abhängen und Zuhören bei dieser furchtbaren Geschichte. Lasst mich eure Gedanken unten in den Kommentaren gerne wissen. Mich interessiert das immer sehr, was andere über solche Fälle denken. Aber am wichtigsten, trefft gute Entscheidungen, seid sicher da draußen, passt gut auf euch selbst auf. Achso, alle Produkte, die ich benutzt habe, sind natürlich wieder unten in der Infobox, genauso wie die Verlinkung zum Originalvideo und zu ihrem Kanal. Vielleicht nehmt ihr das auch als Motivation, wenn ihr sagt, oh, ich verstehe nicht so gut Englisch, weiß ich nicht, dass ihr euch das Video hier erstmal anhört, damit ihr ungefähr wisst, was so passiert ist. Ich versuche auch ungefähr in ihrer Reihenfolge zu sein, soweit es halt geht. Und vielleicht lernt ihr dadurch ein bisschen mehr Englisch und dann könnt ihr Bailey nämlich suchten, so wie ich es gemacht habe, wie eine gute Serie, weil die ist wirklich mega gut. Zu dem Look, ich glaube mich zu erinnern, dass es ziemlich genau so war. Vielleicht noch Wimpern, jetzt kann ich mich nicht dran erinnern, aber wir haben auch keine Zeit. Jetzt muss der Look so stehen bleiben. Ich hoffe, er gefällt euch. Wir sehen uns später. Bis dahin wünsche ich euch was.